Hey Leute, willkommen zu einer weiteren leichten Platin oder 1000 Gamerscore, heute mit Blow and Fly. Das Spiel kostet 5 Euro im Store für beide Konsolen, ist Cross-Buy für PlayStation, also ihr könnt doppelt Platin bekommen, weil ihr beide Versionen kauft, PS4 und PS5. Und ihr müsst insgesamt 24 Levels schaffen. Jetzt mal kurz zur Steuerung. Wie ihr gerade seht, könnt ihr mit dem Fisch rollen und euch drehen. Aber die Hauptmechanik im Spiel ist es, mit dem Mund des Fisches auf den Boden zu zielen, dann X auf der PlayStation oder A auf der Xbox zu drücken und der Fisch fliegt dann in die Richtung, in die sein Schwanz zeigt. Und um ein Level zu beenden, müssen wir immer die Toilette erreichen. Noch ein paar kleine Tipps am Rande. Wenn euer Fisch blau ist, dann bedeutet es, ihr könnt springen. Und solltet ihr irgendwo runterfallen und blau sein, dann könnt ihr den Fisch in der Luft ausrichten und auch in der Luft springen. Sollte euer Fisch nach einem Sprung zu weit rollen, könnt ihr mit dem Steuerkreuz gegenlenken und dann bleibt er normalerweise stehen. Das gilt auch zum Beispiel, wenn ihr hochspringt, dann könnt ihr mit dem Steuerkreuz in die Richtung gedrückt halten und mir kam es so vor, als ob er dann weiterspringt. Die ersten Levels sind sehr einfach, es wird aber dann später auch in der zweiten Welt ein bisschen tricky. Nichtsdestotrotz habe ich in meinem ersten Run 30 und im zweiten 15 Minuten gebraucht, also solltet ihr auch in diesem Zeitfenster das schaffen. Ihr seht hier alle Levels jetzt und wenn ihr irgendwo stecken bleibt, könnt ihr in der Videobeschreibung nachgucken. Da sind alle Levels nochmal aufgelistet, schön nach Kapitel und ihr könnt jedes anklicken. In einigen Levels kann man auch geheime Minispiele entdecken, die sind aber nicht relevant für Platin oder 1000 Gamerscore. Ich habe zwar trotzdem eins hier drin in diesem Video, aber das ist nur zum Freischalten von Fischen, meine ich. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Holen der Platin, 1000 Gamerscore und natürlich hier beim Zuschauen. Und falls es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da oder Feedback und dann sehen wir uns im nächsten Guide wieder. Haut rein und bis bald, Leute!
Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.